Hey Jungs, kurzes Info, bevor das Video anfängt, ja. Dieses Wochenende, 7. 8. Mai, zwei geile Turniere. Einmal bei Kaiser in Passau, einmal bei Chong im FFB, unser neuer TO. Ja, fasst dahin, spielt's mit, neue Edition, neue Karten, ja, versucht euer Glück, es wird bestimmt geil. Ja. Oi, da was geht ab, Leute, Team Bubble hier. Aus dem Fantem in München. Heute mal mit einem speziellen Gast. Und wir werden heute über die Lunar Lights reden. Bist du bereit, Tati? Eigentlich nicht, aber egal. Eigentlich nicht, aber wird schon. Jetzt soll ich ja auch die Texte vorlesen, oder was? Nein. So wie die mir auf Englisch, oder was? Oh mein Gott. Ja, erstmal vielleicht eine kleine Rundum-Info zu den Monstern, diese Lunar Lights. Das sind alles Beast Warrior, was es halt nicht schlecht macht für Tanky und den ganzen Fire King, was war das? Fire Fist Support. Oh mein Gott, Alter. Darks, das heißt, du kannst halt Allure, die jetzt neuerdings auf 2 gegangen ist, kann man auch spielen, um dem Deck ein bisschen mehr Speed zu geben. Oh mein Gott. Deck dringend braucht mit dem Support, das jetzt rauskommt. Alles Level 4. Nicht alle, aber die meisten. Level 2, 3, 4, wir haben 5 und 6, glaube ich, auch als Pendulum Monster. Ja, jetzt gehen wir erstmal durch die Karten, Tati. So, also, erste Karte, Lunar Light Blue Cat. Soll ich es auf Englisch sagen oder was? Oder auf Deutsch? Ich habe keinen Bock zu übersetzen. Oder? If this card is special summoned, you can target one Lunar Light Monster you control. Activate Lunar Light Blue Cat. Its ATK becomes double its original ATK until the end of this turn. You can only use the effect of Lunar Light Blue Cat once per turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect, you can special summon one Lunar Light Monster from your deck. Also im Grunde ein Sucher. Wenn er zerstört wird, ersetzt sich durch einen anderen. Der erste Effekt mit den ATK verdoppeln, das ist für die Bossmonster, zu denen wir später kommen, das sind die drei Fusionen von denen, die im Endeffekt die sind, die den meisten Schaden machen, aber da kommen wir später dann nochmal dazu, was die Kombination mit den einzelnen Monstern ausmacht. 1-6, 1-2 Death, aber nur wenn sie Special Summon kommt, kriegt sie den ATK Boost und wenn sie, wenn noch ein anderes... Also du kannst sie selbst nicht wählen, du musst eine andere Strafe haben. Aber wenn du sie spezial beschwörst, was eh meistens durch Pendel wäre, weil anders geht's glaube ich nicht wirklich. Wobei die Falle glaube ich special. Aber meistens wird es halt durch Pendulum passieren und dann hast du eh meistens mehr als ein Monster und dann sollte die Bedingung auch gegeben sein. Okay, nächste Karte. So, kommen wir zu Lunar Light Purple Butterfly, Level 3 Monster, 1 ATK, 1 Death, also 1000. You can send this card from your hand or feed to the graveyard, then target one Lunar Light Monster you control, it gains 1000 ATK until the end of his turn. You can banish this card from your graveyard, special summon one Lunar Light Monster from your hand. You can only use the effect of Lunar Light Purple Butterfly once per turn. Also das ist mit Sicherheit eine der besseren Karten, ja, die hier Support rauskommt. Erstens, du kannst sie abwerfen, um sozusagen so eine Soft-Version von Honest zu sein, auch wieder für die Boss-Monster-Fusion. Und sobald sie halt im Friedhof ist, kannst du sie halt entfernen, um jetzt zum Beispiel die Black Cat zum Spezial zu beschwören, um den Angriff noch weiter in die Höhe zu treiben. Oder eben eines der anderen Monster, zu denen wir dann auch kommen. Wie gesagt, auch ein Beast Warrior, auch Dark, also Allure oder Tanky, einfach um dem Deck ein bisschen Speed zu geben. Ja, aber mehr gibt es, glaube ich, zu der Karte auch nicht zu sagen. Alles andere ist ziemlich selbsterklärend, denke ich. Nicht schlecht, die Karte. So, nächste Karte. Lunar Light White Rabbit. Level 2, 800 ATK, 800 Death. When this card is normal summoned, you can target one Lunar Light Monster in your graveyard, except Lunar Light White Rabbit. Special summon it in defense position. Once per turn, you can target Spell and Trap Cards your opponent controls up to the number of Lunar Light Cards you control or return them to the hand. Genau. Hier ist es so, ich meine, der erste Teil des Effektes ist ziemlich selbsterklärend, wie Blackwing Blizzard oder die ganzen anderen Monster, die etwas aus dem Friedhof spezial beschwören. Der erste Effekt ist definitiv sehr gut. Es ist halt jetzt nur ein bisschen fraglich, weil die ganzen Bossmonster bis jetzt halt Fusionen sind. Wenn vielleicht Synchros oder Exceeds rauskommen, wird die Karte noch sehr viel bedeutungsvoller im Deck sein. Der zweite Effekt ist so eine Sache, dadurch, dass irgendwie alle Fallen gerade irgendwie angechained werden können, weiß ich nicht, wie nützlich das sein kann. Vor allem, weil das halt ein Effekt ist, den du nur in deinem Zug machen kannst. Natürlich kannst du den Gegner zwingen, du kannst ihn zwingen, die Karten zu aktivieren, du kannst eine Reaktion erzwingen. Ja, aber es ist ja gar nicht mal so schlecht, weil zum Beispiel du normales Summon sie, holst eine andere. Also sprich, da kannst du gleich zwei auf die Hand zurückgeben, sprich, er muss sie dann entweder aktivieren, ja, oder du hast halt dann einfach dann entweder freies Feld und kannst dann angreifen.
Wo ich halt das Problem sehe, ist im aktuellen Meta, was ich halt bis jetzt gesehen habe, ist, die werden meistens die Karten schon auf ihren Effekt aktivieren, womit es halt dann schon ein bisschen zu spät sein könnte. Also das ist halt gerade so das, weil die ganzen Fallen halt mehr reaktiv sind. Bei Call, wenn das Unchained, kommt dann das Monster, wird dann Call sogar auf den Hand getappt und dann wird das Monster zerstört oder wie läuft das ab? Ja, das müsste dann sein wie bei Trivier, oder? Also Call kommt auf die Hand und Monster wird dann zerstört. Nein, wird doch zerstört. Ich glaube, Call sagt doch, wenn es das Feld verlässt, oder? Ich bin nicht sicher gerade. Ja, müssen wir mal nachschauen. Call sagt, wenn ich verwechsel gerade mit Premature, weil Premature sagt, wenn sie zerstört wird. Genau. Also ich glaube, bei Call wird dann das Monster dann zerstört. Und dann würden die Toxin-Monster zum Beispiel triggern? Würden triggern, ja. Und man kriegt dann noch die Call auf die Hand dann noch. Ja, so kommen wir zur nächsten Karte. Jetzt haben wir hier einen... Machen wir noch die Dinge, die normalen Monster weiter. Achso. Ja, entschuldige mal, Alter. Er kennt sich halt aus, Alter. Lunar Light Black Sheep, Level 2 Monster, ATK 100, Def 600. You can discard this card, then activate one of these effects. Da sieht man schon, man kann sie discarden, sprich, die muss ja auf den Friedhof kommen. Ja, schon mal sehr gut. Erster Effekt wäre, add one Lunar Light Monster from your graveyard to your hand, except Lunar Light Black Sheep. Und der zweite, add one polymerization from your deck to your hand. If this card is sent to the graveyard as a fusion material for a fusion summon, you can add your hand one card among the Lunar monsters in your graveyard and face up Lunar Pendulum monsters in your extra deck, except Lunar Black Sheep. Genau, das ist halt so die Recycle-Karte, beziehungsweise die ist halt die Karte, die du benutzt, um Polymerisation zu holen. Natürlich, ich weiß noch nicht, wie es aussieht, wenn das Deck dann den ganzen Support hat, beziehungsweise wenn alles feststeht, ob man dann nicht vielleicht auch King of the Swamp spielt, um noch schneller an die Polymerisation zu kommen. Aber in erster Linie sind die anderen Effekte von ihr halt mehr so recyceln, Monster aus dem Friedhof wiederholen. Man wird bestimmt zwei spielen, einfach um die Option zu decken, um andere Monster wieder auf die Hand zu bekommen oder um eben die Polymerisation zu suchen. Ich habe eine Frage zu dem Effekt von ihr, wenn sie auf den Friedhof kommt, wenn sie halt als Fusionsmaterial benutzt wird. Was bedeutet das? Add your hand one card among the Lunar Monsters in Graveyard and the face-up Lunar Pendulum Monsters in your extra deck. Was heißt das? Das heißt jetzt, wenn du zum Beispiel in deinem extra Deck ein Lunar Light Monster hättest, was als, wenn du es in die Scale gelegt hast und es wurde zerstört, zum Beispiel geht es ins extra Deck. Ja. Und dann hättest du jetzt eins im Friedhof. Ja. Dann könntest du die, ich weiß jetzt nicht, ob beide, warte, and, gell? And, ja. Also könntest du beide wieder auf die Hand nehmen. Das eine vom Friedhof und das andere vom extra Deck. Oh. Also der Recycling. Okay, also man muss beide dann auf die Hand nehmen, oder? Nee, you can. Aber du kannst halt... Also nein, ich meine, kann ich dann auch... Also die Bedingung ist ja, dass ich einen im Friedhof habe, einen im Extra-Deck, oder? Nee, das ist keine Bedingung. Die Bedingung ist eigentlich nur, dass er auf Friedhof gelegt wird für eine Fusionsbeschwörung, was automatisch sowieso noch ein zweites Monster braucht. Ja, klar. Und dann kannst du es halt auf die Hand nehmen, weil es steht nicht da, dass du zwei nehmen musst. Es steht halt da, du kannst das eine und das andere nehmen. Also es ist kein Zwang, dass du beide nimmst. Also gar nicht mal so schlecht eigentlich, oder? Nee, das ist definitiv nicht. Sehr, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. Da kommen wir jetzt zu Lunar Light Wolf. Der hat 6 Sterne, ist ein Pendulum Monster mit einer Skala 1 und hat ATK 2000 1.8 Dev. Der Pendulum Effekt ist, you can Pendulum Summon Monsters except Lunar Light Monsters. You cannot Pendulum Summon Monsters, außer Lunar Light Monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, you can Fusion Summon one Lunar Light Fusion Monster from your extra deck by banishing Fusion Material listed on it from your side of the field or graveyard. Monster Effect, if a Lunar Light Monster you control attacks a defense position, Monster inflicts piercing battle damage to your opponent. Also ich denke eher, dass es halt, dass man spielt wegen dem Pendulum, oder? Genau, das ist halt... Unglaublich. Unglaublich. genau, also die Pendulum-Monster sind der Grund, warum ich gesagt habe, dass man Black Sheep wahrscheinlich nur zweimal spielt, weil durch deren Effekt brauchst du halt keine Polymerisation mehr, um die Monster zu beschwören. Der einzige Nachteil natürlich ist die Banishen, wobei das Deck doch relativ Grave-Heavy ist. Wir haben ja gesehen, die eine Karte recycelt, die andere Karte, die aus dem Friedhof spezial beschwört, die andere Karte, die aus dem... Was hat die erste nochmal gemacht? Die du halt auch aus dem Friedhof banishen musst. Also relativ viele Effekte haben halt auch... sind auch Friedhof bezogen, weswegen du es halt nicht immer banishen möchtest. Aber nichtsdestotrotz ist es halt gut, die Pendulum-Monster zu haben. Wobei da halt auch der Nachteil ist, die sind halt weder Dark, noch sind es Level 4 Beast Warrior. Das heißt, du hast halt weder Allure, die du mit denen irgendwie kombinieren kannst. Doch, der ist Beast Warrior. Und ja, aber der ist Level 6. Das heißt, du kannst ihn zum Beispiel nicht durch Tanky rufen.
Ich glaube, das haben sie dann wohl extra so gemacht, weil sonst wäre es so einfach. Wäre es zu einfach, ja. Wobei, da ist halt eben wirklich die Frage, ob man den spielen will oder ob man dann eher sagt, man geht mehr auf Grave und auf die ganzen anderen Effekte. Das spricht dann mit Füßen, also mit Polymerisation dann, genau, spielen, oder? Polymerisation dann, okay. Ja. Aber man könnte ja dann auch Begräbnis aus anderen Dimensionen spielen, oder? Könnte man auch, wobei ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Karte ist, weil es wäre tatsächlich wär der Zweck halt dann nur, um die paar Monster wieder zu recyceln. Es ist halt auch eine Frage, wie schnell das Deck dann im Test läuft. Wenn du sagst, okay, das Deck ist so schnell, dass du das alles nicht brauchst, weil der Gegner Turn 4 oder so tot ist, dann erlegt sich das eh. Aber aktuell ist es halt fraglich. Ich würde halt sagen, zwei von dem und zwei von den anderen, damit du halt so eine gleichmäßige Balance hast und alles andere ergibt sich halt dann, wie gesagt, aus Tests dann. Ja, aber so schlecht finde ich die Karte echt nicht, weil wenn du aus dem Graveyard fusionieren kannst, oder? Gar nicht mal so schlecht, wenn du den Grave halt voll kriegst im Grunde. Ja. Ja. Kommt noch ein normales Monster? Ja. Wo ist das? Der letzte, oder? Kommen wir zum letzten. Und das ist auch ein Panel-Monster, Lunalight Tiger. Level 3, Beast Warrior, also sprich, den kann man ja suchen eigentlich, ne? Mit Tanky. Den kannst du mit Tanky suchen. Genau, Skala 5, 1-2 Def, 1-2 ATK, 800 Def. Pendulum Effect, once per turn you can target one Lunalight Monster in your graveyard, special summon it, but its effect unnegated. It cannot attack, as it's destroyed during the end phase. Monster effect, if this card on the field is destroyed by battle or card effect, you can target one Lunalight Monster in your graveyard, special summon it. You can only use the effect of Lunalight Tiger once per turn. Genau, also man sieht, das hat halt schon ein sehr starkes Graveyard-Thema. Also jedes der Monster bis jetzt hatte, mit Ausnahme von dem Level 6er Pendulum, hatte jedes der Monster einen Effekt, der im Friedhof oder auf dem Friedhof zielt. Weshalb ich halt auch gesagt habe, deswegen würde ich nur zwei von dem 6er spielen. So oder so, man kann ihn suchen. Alles andere kannst du mit Tanky suchen. Das heißt, du hast eigentlich schon eine Balance an, was du suchen kannst und was nicht. Den würde ich aber trotzdem drei spielen, weil once per turn einfach mal ein Monster aus dem Friedhof zu beschwören. Ich meine, ob es Effekt hat oder nicht, es sollte eh keine Rolle spielen, weil du es ja eh fusionieren wirst danach. Also schon eine sehr gute Karte auch. Pendulum Scale 5, das heißt, du kannst eigentlich alles beschwören, außer den 6er halt, was ja, du eh nicht machen wirst wirklich. Genau, ja. Das waren jetzt alle Monster, die man im Deck spielt. Dann kommen wir noch zu der Falle. Machen wir die Falle. Lunalight Reincarnation Dance, normale Fallenkarte. If a monster or monsters you control is destroyed by battle or card effect, add up two Lunalight monsters from your deck to your hand. You can only activate one Lunalight Reincarnation Dance per turn. Also auch eine Sucherkarte im Grunde, oder? Meiner Meinung nach die beste Karte im Deck. Weil es steht halt nicht da, wie sie zerstört werden müssen, ob durch deinen Effekt oder durch den gegnerischen. Und einfach mal zwei Karten zu suchen, ist halt schon eine ziemlich geile Sache. Es sagt halt auch keine Limitierung mit den Level, mit den Attack. Du kannst halt im Endeffekt alles suchen. Once per turn, das ist, mein Gott, das ist eine Limitierung, die aktuell alle Karten irgendwie haben. Du machst das Endphase und dann hast du ja eh alles, was du brauchst. Und also gibt es eigentlich wirklich nicht viel dazu zu sagen, eine sehr gute Karte. Noch eine Frage zu dir. Was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel, mein Gegner zerstört die, ich chain sie an. Kann ich sie anchainen? Schon, oder? Und wenn er danach dann ein Monster zerstört, kann ich dann trotzdem versuchen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, weil ich jetzt die letzte Zeit nicht so aktiv dabei war, weil sie halt nicht wie die Rulings mit solchen Sachen sind. Mhm. Ich glaube, das wäre eine Frage für Dimi, nicht wahr? Weil ich habe gehört, er ist der Experte, was Rulings und angeht. Da hast du falsch gehört, Steve. Ja. Nee, das war nur Troll in seiner Also das wäre halt mal eine Sache, die wir mal abchecken könnten. Jetzt kommen wir zu den Fusionsmonstern. Ist es der hier? Ja. Okay, da haben wir Lunalight Cat Dancer. 7 Sterne, 2-4 ATK, 2000 Def. Man braucht zwei Lunalight Monster. Cannot be destroyed by battle once per turn. During your main phase 1, you can target one other Lunalight Monster. Also, you can tribute one other Lunalight Monster until the end of this turn. Each monster your opponent controls cannot be destroyed by battle or once per turn. Also, this card can attack all monsters your opponent controls twice each. If this card declares an attack, inflict 100 damage to your opponent. Genau. Also, die meisten der Fusionsmonster werden den Effekt haben, dass sie nicht durch Kampf zerstört werden können. Und was die auch alle für einen Effekt sich teilen, ist, dass sie jedes Monster zweimal angreifen können.
ihr Effekt sagt eben, dass die Monster vom Gegner einmal pro Zug nicht im Kampf zerstört werden können, weil du jedes Monster halt zweimal angreifen kannst. Und kannst so du machst halt, du dann Damage, oder? So machst du halt den Damage den Großteil und deswegen boostest du halt mit deinem Attack deine Fusionsmonster, weil die halt die Monster mehrmals angreifen. Sprich, wenn man zum Beispiel diese eine hat, die diese doppelt ATK macht, sind das halt die jetzt 4-8 und kannst zweimal angreifen. Zweimal über jedes Monster, ja. Plus noch die und du nimmst halt und du gibst dem Gegner halt nochmal und du gibst dem Gegner halt nochmal 100 Schaden für mit jedem Angriff. Wenn du einen Angriff ansagst, was, sagt, was halt sagt, deine Gegner 5 Monster draußen, dann sind es 1000 allein durch die Angriffe, die du ansagst. Und dann kommt halt dann noch der Kampfschaden dazu. Okay, ja. Ziemlich. Ich denke, das ist auch das, worauf das Deck spielen wird, weil oh, es Gott, halt, glaube ich, nicht Monster, wirklich langlebig ist. Tschüss. Kommen wir zum nächsten. Magic Zylinder, und zwar Lunalight Panther Dancer. Das sind alles Tänzer anscheinend hier, oder? 2-8 ATK. 2-5 Def. So, also hier braucht man schon eine spezielle Karte, um den zu fusionieren. Und zwar braucht man Cat Dancer, Lunalight Cat Dancer und ein normal, also ein Lunalight Monster. Must be first fusion summoned with the above fusion materials. Cannot be shred by your opponent card effects. Aber nur bei Card Effects hier, ne? Genau. Nicht im Kampf. Bei anderen war im Kampf noch. Genau. Nee, bei anderen war es nur im Kampf und bei der ist jetzt nur Card Effects. Sicher. Okay. Kontrolle ist besser, oder? Once per turn, during the main phase 1, you can activate this effect until the end of this turn. Each monster your opponent controls cannot be destroyed by battle. Once per turn. Also, this card can attack all monsters your opponent controls twice each. Oh mein Gott. If this card destroys an opponent monster by battle, it gains 200 ATK until the end of the battle phase. Genau. Okay. Also hier wieder der Zerstörungsschutzeffekt ist hier ein bisschen anders. Cat Dancer hat gesagt, nicht im Kampf. Panther Dancer sagt jetzt nicht durch Karteneffekte. Jedes Lunalight Fusionsmonster braucht für die Fusion auch die vorgehende Fusion. Also das nächste Fusionsmonster, das Level 9er, braucht zum Beispiel den als Material und ein Lunalight Monster. Wie gesagt, das mit dem, dass gegnerische Monster nicht im Kampf zerstört werden können, haben alle. Und dass sie zweimal angreifen können. Bei ihm ist es nur so, dass er 200 Attack pro Angriff dazu bekommt. Also die Effekte sind ähnlich, aber doch nicht gleich auf eine andere Art und Weise. Ich denke mal, jede Fusionsmonster wird ein Deck haben, für die es, wo es besonders stark ist. Genau, also definitiv sind halt die Bossmonster hier die Fusion und du versuchst halt alles darauf zu bringen. Aber die Effekte sind so ähnlich zwischen den beiden, dass wir da jetzt glaube ich auch nicht viel erklären müssen und gleich zu der letzten kommen können. Jetzt kommen wir zum letzten, der ist Level 10er, Lunalight Leo Dancer, 3-5 ATK, 3000 Def. Dafür brauchst du den Lunalight Panther Dancer und zwei Lunalight Monster, also man braucht drei Monster. Und das ist, ja gut, aber mit den Scales dann eigentlich gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Ne? Must be fusion summoned with the above fusion materials and cannot be special summoned by other ways. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each battle phase. Once per turn, if this card attack a monster at the end of the damage step, you can destroy all special summoned monster your opponent controls. Genau, also der Effekt von ihm ist jetzt doch ein bisschen anders wie von allen anderen. Aber wie gesagt, der Zerstörungseffekt hier ist ein bisschen anders, dass halt auch nicht getargetet werden kann. Und er kann halt nicht jedes Monster angreifen, sondern er kann halt einen zweiten Angriff machen. Aber wenn du ein Monster angreifst, kannst du am Ende des Battle Phase und dann kannst du nochmal direkt angreifen mit, ich meine, 3-5 sind halt nicht wenig. Ja, 3-5 sind nicht wenig, du kannst ja auch noch pushen, oder? Du kannst halt auch noch pushen, genau, das kommt halt auch noch dazu. Ich denke, die Aufteilung wäre halt so, dass du zweimal den Cat Dancer spielen würdest, zweimal den Panther und einmal den halt. Weil ich denke, die anderen beiden sind besser, wenn du einen schnellen Kill brauchst. Dadurch, dass du eben manipulieren kannst, wie oft du angreifst und sowas und deine Angriffe pushen kannst. Genau, und er ist halt, wie gesagt, wenn der Gegner halt einfach zu viele Monster draußen hat, die einfach so viel stärker sind, wo du halt gerade nicht irgendwie deinen Angriff boosten kannst, dann wäre es halt besser, den rauszubringen. Wobei halt auch wieder die Frage ist, weil du musst ja die anderen Fusionen auch rauskriegen dafür. Deswegen würde ich es halt 3-2-1 machen, weil du ja für jeden auch die vorgehende Version brauchst. Du hast das Deck ja ein bisschen getestet. Warte, willst du davor noch kurz die Zauberkarte erwähnen? Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Genau, ja. Ich habe jetzt leider den Effekt nicht mehr 1-1 im Kopf. Aha. Keine Vorbereitung. Lunalight Parfüm heißt die anscheinend die Karte. Parfumé. Das ist doch der Rebel.
Ich wollte die Karte nur mal zeigen, dass die Leute das Deck an sich echt interessant, aber es ist halt die Frage, wie schnell es ist und wie schnell du auf die Fusionsmonster kommst, ja. Aber wirklich interessant, auch die Bossmonster, echt krass, finde ich, ja, wirklich. Kann man pushen, alles mögliche. Und man wird sehen, ob man das spielen kann oder nicht. Die kriegen mit Sicherheit Support, das wäre das erste Deck jetzt mit der neuen Edition. Und schauen wir mal, ja. Steve erzählt ja hier von der Zauberkarte, die das Deck anscheinend noch ein bisschen besser macht. Vielleicht kommen ja nächste Edition wieder ein paar Karten für Lunar Light. Also ich finde es sehr interessant, sehr, sehr gut, ja. Also die Bossmonster sind echt krass. Ich glaube momentan einfach nicht, weil das vielleicht zu langsam ist. Aber ich glaube nicht, nein, ich denke nicht. Frage an Steve. Im Meta, also ich habe ja das und das Digital Bugs getestet auf Anfrage. Ich denke, das hätte eine sehr viel größere Chance, weil es eben viele Karten gibt, die es unterstützen, dadurch, dass es halt Dark sind und Beast Warrior und sowas. Auch die Tatsache, dass die Fusionsmonster halt doch schon sehr stark sind. Es ist halt schwierig, weil es halt Meta gibt es halt... Im Meta gibt es halt einfach gerade viele Karten, so wie Destroyer und Beatrix, die dem Gegner einfach im gegnerischen Zug den Turn versauen können. Aber da ist es halt auch die Sache, der Gegner muss natürlich nicht alles haben. Könntest du auch mit Digi-Hero spielen? Mit Blazeman, da kann auch eine Fusionskarte suchen, oder? Ich kenne mich nicht gut genug mit Digi-Heroes aus. Egal, auf jeden Fall. Gar nicht mal so schlechter. Bis jetzt würde ich sagen, davon ausgehen, dass die Zauberkarte jetzt noch nicht draußen ist. 5 von 10 wie heißt das Wort, Potenzial auf 7 von 10. Das ist mein Wort, ja. Aber ich rate diesmal gar nichts, ja, weil ich krieg immer nur ein scheiß Feedback von meinen Ratings, also keine Ahnung, wir werden sie sehen. Das war unsere Meinung zu dem Deck. Hoffentlich wird noch eine Deckliste und ein Duell mit dem Deck folgen. Definitiv, sagt Steve. Ansonsten hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr von dem Deck haltet. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.